Hallo und willkommen zu Folge 98 meines Fitness Infinity Evolved Expert Nestle Space. In der letzten Folge haben wir einige generische Problembehebungen auf Zeitdruck gemacht, weil ich die Folge ja noch schnell mal eben heute, ja, noch heute rausbringen musste. Es ist jetzt 21.48 Uhr am selben Tag. Ich bin jetzt entspannt, weil ich tonnenweise Zeit habe, nämlich ja noch bis übermorgen, weil ja Parabol jetzt schönerweise zu Ende ist. Ha, es ist doch toll. Naja, gut. Wenn diese Folge rauskommt, bin ich wahrscheinlich, ja, da bin ich in der Uni gewesen und habe mein Praktikum den ersten Tag gehabt. Also mal schauen, wie das dann war. Aber du stirbst erstmal, du scheiß Enderman. Und hast mich fast gewonhittet, hättest mich getwohittet, alter Schwede, was für ein Überviech war das bitte. Naja, ich habe ja noch Level 105. Aber ja, wir haben mal eben dieses System mit dem Online-Detektor gebaut und damit dann dafür gesorgt, dass diese Mob-Farm hier nicht mal eben aus Versehen überfüllt wird. Wie ich schon in der letzten Folge sagte, ich muss das noch ein bisschen verbessern, das System, aber fürs Erste reicht es. Für diese Folge habe ich dann jetzt eigentlich angesetzt, mit der neuen Mod anzufangen, von der jeder sowieso schon weiß, welche sie ist. Aber ich bin ja ein kleines Arschloch, muss ich ja zugeben. Ich bin ja so ein kleines Arschloch. Und deswegen habe ich mir überlegt, hey, wir sind ja nun zwei Folgen vor Folge 100. Es wäre doch perfekt, wenn wir zu Folge 100 exakt die Quarry machen können. Ich habe eigentlich gesagt, ich mache so eine Scheiße nicht mehr, aber hey, passt doch so perfekt, wenn wir in Folge 100 die Quarry haben. Also Folge 99 erst die andere Mod anfangen, denn das ist ja, was wir machen müssen, um die Quarry zu bekommen. Als letztes bisschen, dann haben wir die Quarry. Also wiederum können wir dann jetzt einfach noch eine Folge machen, in der ich noch was anderes mache. Und zwar kann ich in dieser Folge mal kurz die Grundversion von der Mod, die wir nächste Folge dann eigentlich hätten anfangen können, wollen, tun. Also eigentlich diese Folge hätten anfangen, tun, wollen. Gott. Einfach von AE. So, perfekt. Einfach von der Planet Logistics. Davon die Billigversion. Und zwar das hier. Das können wir uns heute mal angucken. Genauso wie wir uns heute auch mal angucken können, noch ein, zwei von den anderen Quests, die es so gibt. Zum Beispiel auch das hier, Teleportation und so ein Zeug. Also einfach, dass wir noch ein paar kleine Sachen wieder mal reinschieben noch. Sorry, aber ich finde es einfach zu passend, dass wir dann in Folge 100 exakt eine Quarry haben, dass ich echt 100 Folgen Infinity Evolved mit Cuts und 30 Minuten brauche, um eine Quarry zu bauen. Ist schon ein bisschen bitter, aber hey, das ist RSGE, der braucht für alles nun mal scheiße lange. Und ich bin auch schnell im Vergleich zu anderen Personen. Also, yay. Zu Personen, die dann einem erklären, wie Carpenter funktioniert. Und ich muss zugeben, ich habe gerade die erste Folge geguckt, wo er Carpenters benutzt. Also, Gronkh, so, wenn jetzt mal raus ist. Weil er hat zwar sowieso schon jeder kapiert, aber egal. Jetzt gucke ich gerade Life in the Woods und das normale Let's Play habe ich jetzt durch. Also das standard normale Minecraft-Let's Play habe ich jetzt durch. Und jetzt gucke ich gerade Life in the Woods und es ist schon witzig, ja, zu sehen, wie Gronkh anfängt, Mods zu spielen. Ich lache mich jedes Mal kaputt, wenn er Sachen dann versucht. Aber ich muss zugeben, ich habe was gelernt. Ich habe was gelernt. Und zwar, deswegen zeige ich es überhaupt, weil ich das so, okay, habe ich noch nie was von gemerkt. Carpenter's Box hat er in dieser Folge das erste Mal benutzt. Ich weiß gar nicht, welche Folge das jetzt ist. Mal sehen, welche Folge bin ich schon. Ich gucke das Ding auf Playlist nebenbei, also ich achte überhaupt nicht darauf, was für Folgen das sind. Mal sehen, 21 bin ich jetzt, also war das wahrscheinlich 20, muss das gewesen sein, von Life in the Woods, Season 1. Ja, und da hat halt Carpenter das benutzt und um zum Punkt zu kommen, man kann ja Carpenter das nicht nur einfach, danke, mit irgendwelchen Sachen füllen. Hallo, ich uploade nicht mehr, du solltest jetzt schneller funktionieren. Hallo? Okay, irgendwie laggt es gerade, eigentlich sollte es nicht, oh, ich weiß, was passieren könnte gerade. Wenn die da oben jetzt ihre LAN-Party machen, dann habe ich wahrscheinlich scheiß Internet. Naja, auf jeden Fall, das wisst ihr wahrscheinlich, dass man es machen kann. Aber was ich von ihm gelernt habe, was ihr wahrscheinlich schon lange wusstet, weil ihr wahrscheinlich mehr guckt, als ich ihn bisher geguckt habe, ist, dass man das hier machen kann. Achtung! Tada! Mit dem Shift-Rechtsstick von Vines könnt ihr die auf den Carpenter's Box setzen. Und angeblich geht das auch noch mit ein paar anderen Sachen. Ich muss mal googeln. Ich meine nicht, dass ich der dekorative Typ bin, aber schon witzig, dass jemand, der null Plan von Mods hat, mir innerhalb von 20 Folgen nochmal wieder was beibringen kann, was ich noch nicht wusste. Oh gut, die Mod habe ich noch nicht so viel benutzt, aber trotzdem, es ist schon witzig, finde ich. Wo ich dann das hier habe. Okay, ja, das war auf jeden Fall ein Punkt, den ich mal ganz kurz bringen wollte.
kurz in großen Anführungsstrichen, aber hey, whatever. Was ich auch nochmal gemacht habe, ist, ich habe hier nochmal eine Quiet Clear Glass Schiene vorgebaut, was glaube ich nicht wirklich viel gebracht hat, aber ich tue mal so, als hätte das was gebracht. Außerdem sind hier schon wieder viel zu viele Hühnchen. WTF. Ich hasse es. Ich hasse es einfach. Diese Hühnchen breiten sich aus wie die Pest. Komm, stirb, danke, stirb. Danke. Alter, echt. Ich glaube, ich muss da oben mal fragen, dass die mal ihre Scheiße aufhören. Was sollen wir die gerade machen? Sollen mal ihre Downloads aufhören? Ich habe hier nichts an Internet. Hilfe. Und ich mache Let's Plays. Wenn TNT, also wenn TNT Ranked Overwatch spielen will, das ist mir doch egal, aber ich will Let's Plays machen, dann da brauche ich FPS. Also TPS. FPS habe ich ja, wie ihr da oben seht. 108 Stück pro Sekunde. Und so, und was zur Hölle macht dieses Hühnchen da drin? Hühnchen, geh da weg. Du bist da nicht erwünscht, wo du bist. Stirb, Hühnchen des Schattens. Stirb. Und du auch, und du auch, und du auch, und du auch, und du auch. Und stirb, und stirb, und stirb, und danke. Und einmal die Golden Kinesis Pipe da wieder hin. Und die Fassade da wieder ran, die eigentlich gar nicht hin müsste. Aber, I don't know, ich weiß nicht mal, wie die da rauskommen. Es geht mir auf den Sack. Okay, es geht mir einfach auf den Sack. Ich weiß nicht, was die machen da. Okay, aber das war eigentlich gar nicht, worüber ich so lange reden wollte. Was ich gemacht habe, ist, ich habe hier mehr Endercores hingesetzt. Und das sieht, finde ich, jetzt ganz fancy aus, oder? Was haltet ihr davon? Das sieht ganz fancy aus. Alles, was auf Endercores ist, wächst. Aus mir nicht erfindlichen Gründen. Alles, was auf Enderlilies, auf Endstone ist, nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung, warum. Liegt wahrscheinlich an der TARDIS, denn in der Oberwelt wächst es ja auf Endstone. Also, ich weiß es nicht. Aber solange es auf Endercores wächst, ist mir das egal. Denn so dringend brauche ich Enderperlen nicht in so großen Maßen und auch nicht Enderlily Seeds. Und was ich dann auch nochmal gemacht habe, ich glaube, das habe ich auch noch nie gesagt, ich habe einen Sludge-Tank neben den Harvester gestellt. Einfach, weil ich mal langsam anfangen will, Sludge zu sammeln, um später auf jeden Fall mal einen Sludge-Boiler zu bauen, um leichter an Erde, Clay, Gravel und so einen Scheiß zu kommen. Wobei, ich weiß gar nicht, Gravel. Auf jeden Fall an Erde und Clay und so ein Zeug zu kommen. Denn das geht mit Sludge-Boiler sehr einfach. Dafür muss ich natürlich aber auch nochmal die anderen beiden Harvester in der Oberwelt anzapfen. Die anderen beiden vor allem. Doch, die anderen beiden. Das andere sind Ender IO Farm. Also die anderen beiden. Die anderen drei. Einer ist für Pilze noch. Also die anderen drei Harvester muss ich auch nochmal anzapfen für Sludge. Müsste ich eigentlich auch mal gerade machen. Wenn ich gerade da am Überlegen bin. Aber mal schauen. Alter, es fühlt sich echt an, als hätte ich gerade uploaden. Dabei tue ich das echt nicht. Also mein Internet ist gerade tot. Ich mache gerade gar nichts, ne? Nee, ich habe zwar alles offen, aber nichts an. So, also ich bin zwar auf dem Teamspeak, aber ich rede nicht. Ich bin zwar in Twitch und Discord, aber ich rede nicht. Und oh, ich bin ja noch in der meine Dimension. Okay, dang it. Hallo, könntest du bitte wieder... Danke. Hallo. Tschüss. Ich will aus meiner Dimension raus. Lass mich gehen. Oh Gott, ich muss mal gerade kurz cutten. Das ist ja sonst zu lange hier. Oh, vielleicht auch nicht. Naja, gut. Eigentlich technisch gesehen schon, aber die TARDIS finde ich immer so cool, wenn man damit durch die Gegend fliegt. Also einmal bitte runter jetzt. Und ich muss natürlich gucken, wie ich das Sludge in die andere Dimension, also in die TARDIS-Dimension übertrage. Muss ich natürlich auch nochmal gucken, wie ich das mache. Schon witzig. So, jetzt komm. Alter, das ist ja... Ich gehe da oben gleich mal meckern, ey. Das ist ja... Hilfe. Das ist ja schlimmer, als wenn ich uploade. Und das will was heißen. Das ist echt schlimm, wenn ich uploade. Also wenn ich uploade, dann... habe ich manchmal echt Verzögerung. Gut, okay. Geht sogar bei mir. TNT hat dann halt immer die extreme Schwierigkeiten, denn er spielt ja ein Spiel, wo jede Sekunde zählt. Ist ja so, ich meine, wenn man Overwatch Ranked spielt, dann zählt es ja, wenn man ist. Apropos Overwatch Ranked. Ich weiß nicht, ob ihr Ahnung habt, wie so selten oder häufig ich Overwatch spiele, aber ich habe tatsächlich gestern bis um 3 Uhr, also so gesehen heute, bis um 3 Uhr morgens noch Overwatch gespielt. Fast 4. Bis um fast 4 Uhr morgens noch Overwatch gespielt. Weil einfach, keine Ahnung, TNT mich dann eingeladen hat zu spielen und dann hab ich einfach nicht aufhören können, weil dann noch Anna Beats auf dem Teamspeak war, noch länger. Dann TNT hat halt heute Schule gehabt, aber Anna nicht, weil die woanders lebt. Und ja, schon witzig. Dann haben wir noch bis um kurz vor 4 Overwatch gezockt. Und dementsprechend hatte ich halt auch dann da das Video nicht fertig und dann habe ich noch wieder 3 Milliarden Jahre auf Camera-Arbeit gemacht, wie das bei mir immer so ist. Kennt ihr ja von mir schon. Habe ich ja mal erklärt, wie das ist bei mir mit Off-Camera-Arbeit in der Paraworld-Folge. Also, Spaß, Freude und Sonnenschein. Und jetzt, Alter, Gott, ich gehe da oben gleich echt, ich schalte das Internet gleich ab. Das ist das Witzige. Das ist übrigens das echt Witzigste daran.
In unserem ganzen Haushalt bin ich der Einzige, der das Passwort für den Router kennt. Also nicht das Passwort, wie ins WLAN zu kommen, sondern das Passwort, um den Router einzustellen. Und da ich der Einzige, der das kennt, bin ich auch der Einzige, der den Zugriff dazu hat, zu erlauben, wer ran darf und wer nicht. Und zwar ist Default, dass alles erlaubt wird, aber ich habe es schon mal gebracht, dass ich einen Filter eingerichtet habe. Einen wunderschönen Filter, der dann einfach jegliche Arten von Interaktionen für ganz bestimmte mobile Geräte einfach gestoppt hat. Heißt, ich habe dann gesagt, so TNTs Handy und Soccer Ones Handy und Scopes TVs Handy dürfen gar nichts, mein Handy darf alles. Das war schon witzig dann, zu sehen, wie die dann so, warum funktioniert mein Handy nicht? Ich muss auf Mobilnetz umschalten, euer WLAN ist kacke. Nein, das ist so, bei mir funktioniert doch alles. Das war so witzig anzugucken. Es macht so einen Spaß, wenn man ein bisschen Ahnung von dem Kram hat. Ja! Da kann man immer so schön den kleinen Bruder ärgern. Das ist immer so spaßig. Ärgern ist immer toll. Kleine Bruder ärgern macht immer Spaß. Jeder, der einen hat, weiß das. Kleine Bruder ärgern ist eine der schönsten Sachen, die man machen kann. So, auf jeden Fall aber. Müssen wir jetzt irgendwie Sludge übertragen kriegen. Und ich bin da überlegen, ob ich das per Dingens mache, per Logistics Pipes. Das wäre wahrscheinlich die einfachste Variante. Oder ich muss gucken, dass ich das Tesseract auch noch für Fluids freischalte und die Fluids dann irgendwie übertrage. Das wären die zwei Möglichkeiten, die wir hauptsächlich haben. Das Tesseract oder Logistics Pipes. Denn Logistics Pipes ist dann zwar auch Tesseract, aber halt Items Tesseract und nicht Fluids Tesseract. Ich meine, ich könnte sagen, dass ich eine Extraction Pipe nehme oder eine Insert Pipe, Insertion Pipe, das Ding. Und dann würden die Flüssigkeiten reingehen, würden dann gesendet werden, dann müsste ich wie heißt denn das überhaupt dann? Was ist denn das denn überhaupt für eine Fluid Pipe? Eine Fluid Basic Pipe, die dann als Ding jetzt fungiert? Weiß es gerade gar nicht. Deswegen habe ich es ja auch bei dem anderen Ding nicht so gemacht. Weil ich gar nicht wusste, wie das geht. Da muss ich natürlich nur gucken, wie ich aus dem Tesseract dann die Flüssigkeit auch rausbekomme. Wahrscheinlich, also ich meine, ich glaube, es würde gehen, wenn ich sagen würde, hier auch noch Fluids send und dann ein neues Tesseract anlegen, das wirklich nur Fluids Receive hat und kein Item und Energy und dann auf Frequenz 1. Das würde wahrscheinlich funktionieren. Oder ich mache einfach Dimensional Transceiver. Habe ich eigentlich noch Dimensional Transceiver liegen? Ich habe noch Dimensional Transceiver liegen. Okay, Problem gelöst. Ich bin zu faul, das Tesseract zu nutzen. Also machen wir einfach zwei Dimensional Transceiver, füllen die ab, was ziemlich witzig klingt, aber ist halt, was wir machen werden. Und dann gucken wir mal. Und hier drin ist ja noch einer. Also noch ein Harvester, den werden wir nochmal anfüllen müssen mit Sludge, auch wenn der wahrscheinlich kaum was bringt. Der hier oben wird gut was bringen, weil ich jetzt tonnenweise Weizen verbrauche. Und der hier bringt auch tonnenweise was, weil der eine Menge Bäume abholzt. Also ich werde ihn einfach anschließen jetzt auf Camera, denn sonst wird das hier eine zu lange und langweilige Folge. Und dann gucken wir mal, dann machen wir das mal. So, ich habe jetzt alles einfach mal ein bisschen angeschlossen mit ein paar netten Conduits. Heißt also, ich habe jetzt hier hinten drin, ja komm, meine wunderschönen Enderfluid-Conduits verlegt bis hier und habe auch hier wiederum Enderfluid-Conduits von oben verlegt, da mit aus dem Extract. Eigentlich braucht man den Extract nicht, aber kostet ja nichts. Und dann hier in einen Dimensional Transceiver das Ganze rein. Dann habe ich hier noch einen zweiten Dimensional Transceiver, den habe ich dieses Mal direkt dran gesetzt. Einfach hier, zack, boom, ganz einfach. Übrigens beide natürlich auf der Sludge-Frequenz sendend beim Flüssigkeitsmodus, ganz einfach eingestellt. Ich habe hier keine Lust gehabt, 3 Millionen Tonnen an Enderfluid-Conduits zu legen. Die Dinger sind zwar nicht so teuer, tatsächlich sogar so billig, dass es sich nicht lohnt, andere zu benutzen, deswegen habe ich sie auch benutzt. Weil einfach, wenn man sich Fluid-Conduits anguckt, dann sieht man die Dinger hier, die lohnen sich sowieso gar nicht, weder in Expert Mode noch in normalem Spiel. Dann die hier, die lohnen sich meistens mehr, weil die Enderfluid Conduits sonst so teuer sind. Aber in diesem Pack sind die Enderfluid Conduits verhältnismäßig zu den Pressurized Fluid Conduits so günstig, dass es sich eigentlich nicht lohnt, die anderen zu machen. Denn für die habe ich auch kein Autocrafting für die Temperate Fluid Ducts, wohingegen ich für die Autocrafting habe. Ist zwar ein bisschen teuer dank des Lumium Glasses, aber mir egal. Und die Enderfluid Conduits sind halt wesentlich besser. Ich könnte natürlich auch Fluid Ducts nehmen, aber das ist ja das, was teuer ist. Gut, der Conduit Binder ist auch nicht super billig, aber halt auch nicht mega teuer. Also geht es eigentlich. Und die Servos sind nahezu nichts. Das ist Gold und Silber, stellen wir beides unendlich her. Wobei Silber stellen wir gar nicht unendlich her. Aber egal, wir haben genug. Also, pff,
drauf geäst eigentlich. Und deswegen nehme ich die jetzt einfach dafür. Aber ich hatte keine Lust, eben noch so weit rüber Fluid Ducts zu verlegen. Ich hätte eine Fluid Transfer Note oder sowas nehmen können, aber auch die dauern dann ewig und hätte dann so tonnenweise Upgrades gebrochen. Nö. Ich lasse es einfach so mit der zweiten Dimensional Transceiver. Schließlich hatte ich drei Stück. Und ich habe einfach noch einen im Autocrafting gehabt. Also ich habe einfach Plus gedrückt und hatte alles, was ich brauchte. Also habe ich mir dann gedacht, drauf geäst. Die zwei hängen jetzt hier. Einen dritten hatte ich ja auch schon. Der hängt in meiner TARDIS schon drin. Und einen vierten habe ich kurz gecraftet, der jetzt an dem General Farming Bereich hängt. Also dort hinten, wenn wir mal ganz kurz hinlaufen, da hängt das letzte Teil. Das ist natürlich dann auch hier über Strom versorgt. Dieses andere hinten ist natürlich über Strom versorgt durch das Tesseract. Und das letzte, was beim Baumding steht, das habe ich versorgt, einfach indem ich gesagt habe, ey, receive Main Power. Ist zwar ein bisschen blöd, weil Main Power eigentlich die abhängige Frequenz ist, heißt also, die wird leer, wenn alles andere leer wird. Aber dann wird halt das Tesseract beim Baum leer, ist ja nur Sludge. Und das Sludge wird automatisch gewollt. Dadurch wird zwar das Ding langsamer, aber dann verbraucht es auch weniger Power. Und dadurch, dass es dann weniger Power verbraucht, wird auch weniger Stress hier drauf gelassen und dann haben wir wieder mehr Zeit zu generieren und technisch gesehen ist es also nichts Schlimmes, sondern sogar eher was Gutes, dass es dann ausgeht, weil sowieso alles an Excess Sludge automatisch gevoidet wird. Nur eben umso mehr Sludge in einem Harvester drin ist, umso langsamer wird seine Idle-Zeit. Das ist, was der Unterschied ist, weswegen man immer Sludge raus haben soll. Deswegen auch immer, ich auch immer eine Void-Pipe dran habe, weil Sludge die Dinger langsam macht, wenn das drin ist. Aber jedenfalls habe ich dann halt noch meinen letzten da oben jetzt schon. Beziehungsweise momentan in meinem Inventar. Ich hatte ihn jetzt eine kurze Zeit hier stehen mit dem Portable Tank dran. Hab dann aber überlegt, ganz ehrlich, wir sind sowieso in einer egal was wir machen Folge, die nur als Filler in Anführungsstrichen gedacht ist. Gut, wir machen wichtige Sachen, aber eben wir verzögern das Unvermeidliche, das AI-Anfangen. Also können wir auch genauso gut den Sludge-Boiler uns mal eben bauen. Warum nicht? Und das Ding ist nicht mal teuer, wie ihr seht, also einfach einmal klicken und haben. Ich habe auch schon alles andere dafür bestellt, wie ihr seht. Das Wichtige ist nur beim Sludge-Boiler, ihr solltet ihn irgendwo hinstellen, wo ihr nicht hinlauft. Denn der Sludge-Boiler gibt nette Effekte, die wir auch gleich merken werden. Aber ich stelle ihn jetzt einfach erstmal hin. Zack. Und ich wollte eigentlich Power von oben holen, dann ist mir aber jetzt gerade aufgefallen, dass es keinen Sinn ergibt. Also möchte ich lieber mal abbauen und lieber sagen, wir hier hinsetzen. Dann kann ich nämlich den Flurtank darauf setzen und sagen, zack. Und dann seht ihr schon, ich krieg Hunger und Poison für eine kurze Zeit. Das wird aber nicht lange so sein, weil das Ding jetzt keine Energie mehr hat. Gleich, also, yay. Und falls ihr euch fragt, wo das Ding die Energie her hat, ganz einfach, die Energie hat es halt aus meinem Wireless Charger. Weil der Wireless Charger alles im Inventar hat, was RF hat. Und damit zu zählen hat auch Maschinen, die RF haben. Vor allem welche halt die ihr RF auch speichern. Und natürlich keine RF speichern dann nicht, aber wenn sie ihre RF speichern im Inventar, dann wird es auch aufgefüllt. Und warum er jetzt aufhört, seht ihr schon hier an der Seite. This machine has stuffed items. Also das Ding hat gerade ein Item generiert und damit, ja, das ist toll. So, auf jeden Fall stellen wir jetzt den Dimensional Transceiver da noch oben drauf und du solltest jetzt eingestellt sein auf Receive Sludge und auch zur Sicherheit, auch wenn das eigentlich nicht sein muss, sage ich hier Push. Und dann sollte der eigentlich ganz gemütlich einfach immer jegliche Arten von Sludge da reinfüllen. Und der Sludge-Boiler sollte die dann langsam verarbeiten. Heißt, das nächste, was ich jetzt mache, ist hier einmal den TARDIS Redecorator nehmen. Da einmal ein Open Roundel reinschmeißen. Ich finde es einfach genial, dass man das machen kann übrigens. Das macht es eigentlich noch OP-er, als es ohnehin schon ist. Ich meine, es ist so schon OP, aber dadurch muss ich keine eigenen Fragmente erstellen, was man übrigens auch kann. Also nicht Fragmente, sondern halt diese Blueprints, hier diese Räume, kann man selbst erstellen. Muss ich nicht tun, weil ich es einfach selbst ändern kann. Und das ist halt einfach genial. So, dann machen wir so und so. Verbinden ist aber noch nicht, denn ich habe keine Lust, Hunger zu bekommen. Stattdessen kümmern wir uns lieber erstmal um die Stuffed Items. Das tun wir, indem wir die Kiste nehmen, die ich schon bestellt habe, und sie da vorstellen. Und dann sollten wir jetzt auch wieder schon bekommen. Zack. Übrigens seht ihr auch den Bereich, in dem man diesen Effekt gibt, mit diesen kleinen Partikeleffekten. Das ist relativ neu, das kenne ich noch gar nicht so unbedingt, aber es ist mir gerade aufgefallen, deswegen sage ich es euch, falls ihr nicht wisst, was die sind. Also, yay. Heißt also, wenn wir jetzt nochmal gerade gleich gucken, dann zeige ich es nochmal spezifisch, aber da sind so eine Partikeleffekte, die zeigen an, wie groß die Arbeitsreichweite ist. Das gleiche hat übrigens auch der Nether Star Generator aus X-Utilities, falls ihr den kennt, der hat sowas auch. Das heißt, dann wisst ihr auch, wie weit ihr weg sein müsst, damit ihr keine Damage bekommt. So, aber ihr seht übrigens schon, das Ding hat uns Decaying Wheat gebracht, von dem ich nicht einmal weiß, wofür ich es brauche. Ich weiß zwar, woher man es bekommt, aber okay, das Einzige, was man damit machen kann, ist es in den Moister schmeißen. Also muss ich auch auf jeden Fall nochmal. Eigentlich muss ich nochmal eine Kiste machen und sagen, ey, ich will nur das haben und alles andere kommt in der Trashcan. Das ist eine Idee. Komm, haben wir Item Ducts gerade da?
Item, Ducts. Wir haben tatsächlich exakt 3 Stück. Wir brauchen nur 2. Wir brauchen auch noch einen Filter. Haben wir zufällig noch einen Filter liegen oder sowas? Wir haben gar keinen einzigen Filter liegen. Seriously? Da müssen wir mal schnell welche herstellen. Filter. Und zwar, ach komm, wir nehmen Reinforced. Wen interessiert es? Most likely done und plus. Und dann kriegen wir gleich 2, weil ich dumm bin, weil ich falsch geklickt habe. Aber hey. Und, ach, das geht sogar doch schon, als ich dachte. Wups. Und du kannst wieder weg, weil ich dich nicht brauche. Tschüss, tschüss und tschüss, tschüss. So. Und dann machen wir nochmal eine Trashcan. Haben wir eine Trashcan noch im Inventar? Im Logistics 5 System? Ja, haben wir. Super, dann machen wir nämlich so und so. Und sagen, ey, alles, was du hier findest, darf in eine Kiste, die wegkommt. Und alles andere kommt in eine Trashcan. Perfekt. Ganz einfache Logik, ganz einfache Rechnung. Wir können es natürlich noch ein bisschen kompakter machen, indem wir sagen, ey, das da und das dann hier. Und dann sieht es doch gut aus. Heißt also, wir müssen natürlich noch einen Servo bauen, sonst wird das Ganze gar nichts. Haben wir noch einen Servo? Wir haben keine Servos, aber wir haben natürlich Servos in der Autocrafting, weil ich ein Idiot bin, dass ich das nicht gelernt habe, dass ich die habe. Und jetzt habe ich die natürlich auch noch hier bestellt. Ach, RSGE, manchmal machst du es dir einfach zu kompliziert. Funktioniert denn wenigstens das Autocrafting jetzt? Ja, tut es. Vorher hatte ich nämlich Electrum und Hardened Glass in einem Autocrafting-Teil und das war natürlich ein bisschen blöd, denn dann sind die beiden immer gleichzeitig reingekommen. Jetzt habe ich die beiden mal getrennt. Dadurch habe ich aber meinen Induction-Smelter irgendwie geschrottet. Ich habe keine Ahnung warum, aber mein Induction-Smelter lief dann nicht mehr richtig. Jetzt aber habe ich alles behoben, es funktioniert alles wieder. Ich habe einfach die Logistics-Pipe abgebaut und wieder hingebaut. So, aber das funktioniert, alles andere ist egal und jetzt geht das Ding in den Trashcan. Wunderbar. Erstmal wollen wir das Ding aber noch auf High stellen, damit noch nichts gewollt wird, denn wir müssen erstmal gucken, was das Ding überhaupt erzeugt. Dann müssen wir aber jetzt nochmal schnell eine Chest bestellen, und zwar eine slightly larger Chest, damit es besser aussieht. Und wir machen einmal den zweiten Reinforced Filter in das System zurück. Und dann machen wir mal zack, gehen einmal hier durch und machen hier schon mal die Chassis Pipe dran und sagen Extractor Mark 2. Ist ja schnurzegal, was da reinkommt, das filtern wir ja schon vorher. Und dann gehen wir einfach mit Logistics 5 hier lang. Denn ich bin ehrlich gesagt zu faul, mir noch mehr Warp-Item-Ducts zu craften für den Scheiß, wenn wir sowieso bald AI anfangen. Auch wenn ich eine Weile noch bei Logistics 5 bleiben werde, aber das ist nichts, was schnell sein muss. Also wirklich nicht. Und die Pipes sind ziemlich schnell. Und wie gesagt, das ist nichts, was man schnell craften muss. Also muss ich das auch nicht mit super schnellen Pipes anbinden. Wenn es irgendwann sein muss, werde ich es tun. Aber so lange mache ich einfach so. Und wie ihr seht, funktioniert das auch einwandfrei. Und wird dann auch funktionieren, wenn ich es rüberlege. Ups. Okay, dann einmal die Slightly Larger Chest rausholen und einmal hier so hin. Und dann schmeißen wir jetzt mal die Energie an und gucken mal, was wir so bekommen aus dem Teil. Wupp, laufen ein bisschen weg und dann seht ihr nämlich jetzt schon hier die Reichweite von dem Teil. Ist doch ganz schön gering, ich hatte sie ja nicht größer in Erinnerung, das ist natürlich cool. Dann können wir uns nämlich jetzt hier hinstellen und gucken und da trotzdem noch dran. Ich dachte eigentlich, die Reichweite wäre größer, aber das macht es natürlich einfacher. Die Work ist ziemlich kurz, das heißt, das sind nur 100 Ticks, also dieses eine Zahl ist ein Tick, also 100 Ticks sind dann 5 Sekunden, müssten das sein, pro Item. Und ich weiß nicht, wie viel Sludge App Pro verbraucht, wird aber auch nicht angezeigt, weil das Ding zu schnell ist. Ach, er verbraucht dauerhaft minimale Mengen. Okay, aber ist schon ganz ordentlich die Menge an Sludge, die er verbraucht. Und wir kriegen Clay, Soul Sand, Heat Sand, Dirt, Decaying Weed und so ein Zeug. Wow, ich glaube, es ist einfacher, wenn wir die Trashcan filtern, als das, was wir haben, als das, was wir nicht haben wollen. Ich weiß nicht, ob Heat Sand sinkt nicht. Also ich sollte auf jeden Fall Decaying Weed und Heat Sand sinken. Soul Sand, Clay, Gravel brauchen wir alles. Haben wir eigentlich Clay eine Barrel für? Eine Drawer für? Ich glaube, wir haben Clay nur als andere Drawer, ne? Als normale Drawer. Huch. Was ist denn da jetzt da draußen? Cool, Licht. Da ist Licht. Mein Gott, da ist Licht. Licht. Da ist Licht. So, wow, sehr gut, RSG, lass dich so leicht ablenken. Was wollte ich jetzt nochmal gucken? Ich wollte gucken, Clay. Haben wir eine Compacting Draw für Clay oder haben wir eine normale Draw für Clay? Wir haben wahrscheinlich einfach eine normale Draw für Clay. Ich bin gerade nur unendlich blind und sehe es überhaupt nicht, wo mein Clay ist. Oder habe ich gar nichts für Clay an Draw? Ich habe wahrscheinlich gar keine Draw für Clay, ne? Wo habe ich Clay? Clay? Steuerung? Gar nicht? Oh, wow, okay. Das erklärt, warum ich es immer herstellen muss. Hey, wow, dann müssen wir Clay wohl mal irgendwie besser speichern. Und zwar in einer Drawer. Das ist natürlich witzig. Einmal eine Compacting Drawer herstellen. Jetzt habe ich natürlich überhaupt nicht geschafft, was ich wollte in dieser Folge. Aber hey, wir gucken mal. Habe ich Compacting Drawer nicht mehr im Autocrafting?
Compacting Jaw. Habe ich nicht alles dafür bei dabei gebracht oder habe ich das nicht gemacht? Habe ich nie gemacht. Okay! GG, Erskine, du bist echt der Beste. Und ich habe viel zu wenig Platz, um alles beizubringen, oder? Ja, ich müsste noch einen Amboss beibringen. Die Steel Gears habe ich, glaube ich, mal bei. Oh Gott, das ist so viel, was ich autografen müsste. Ich habe nicht genug Slots. Okay, machen wir später. Kümmern wir uns erstmal nicht drum. Ich lasse das Ding erstmal oben ein bisschen laufen. Und ich glaube, dann mache ich aber wirklich so, dass ich die Trashcan filtere und das restliche Zeug zuerst. Also machen wir das dann so, dass wir hier nochmal die abbauen. Und dich. Oh, das wollte ich gar nicht. Egal. So und so. Dann machen wir hier das Chassis und hier das. Ja, ja, ich verreck gerade an Poison, ich weiß, ist mir egal. Ist nur Poison, tötet einen nicht. Poison tötet einen nicht. Was ziemlich witzig ist, dass man in Minecraft an Vergiftung nicht sterben kann, finde ich. Das ist einfach irgendwie so ein Fakt des Lebens, den man nicht unbedingt auf reales Leben anwenden sollte. Denn im realen Leben stirbt man nun mal leider, wenn man vergiftet ist. Also kann man an Vergiftung sterben. Ist ja nicht so, als würde man sofort sterben, aber man kann an Vergiftung sehr gut sterben. Im Gegensatz zum Minecraft-Leben. Aber ja, das ist halt, was Minecraft sagt. So, wir sagen Whitelist und wir sagen, das und das kann auf jeden Fall schon mal weg. Das brauchen wir nicht. Pete. Brauchen wir Pete? Und das Red Sand Ore Dictionary, das ist automatisch gesinkt wird in meinen normalen Sand? Wahrscheinlich nicht, weil ich kein Ore Dictionary Sink habe, oder? Habe ich ein Ore Dictionary Sink? Ich muss nochmal gucken. Ob Pete Sand auch ein Ore Dictionary ist? F3H, dann F3. Du bist gar nichts. Achso, ich muss mir abgewöhnen, F3H zu benutzen für sowas. Ich habe doch meine Einstellung. Item. Ne? Screen, okay. Auditionary Name is true. So, gibt's gar nicht. Okay, cool. Aber das ist Auditionary als Sand, ne? Ja, ist es. Und Mycelium und Alter, was man alles dadurch bekommt. Okay, ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich da was mache. Ich mache mal ein bisschen was auf Camera, sonst ist das hier spaßig. So, ich habe jetzt mal eben auf Camera Arbeit wieder gemacht. Dementsprechend also mal eben dem kompletten Crafting-System beigebracht, wie man die Compacting Jaw und deren Upgrades herstellt. Die kompletten Logistics-Crafting-Pipe-Slots alle nochmal wieder aufgefüllt. Dann nochmal eben schnell ein Problem gefixt, dass hier der Ofen nicht mehr vernünftig funktioniert, indem ich einfach alle Pipes noch wieder komplett abgebaut habe und wieder hingebaut habe. Und außerdem dann hier eine Barrel für Clay oder eine Drawer für Clay und Pete gebaut und noch ein paar andere Sachen, die ich mich nicht einmal mehr erinnere. All das einfach nur, damit wir da hinten den Sludge-Boiler jetzt vernünftig anschließen können. Ich habe ein bisschen Mycelium schon rausgenommen hier, aber ich werde Mycelium voiden, weil ich keine Lust habe, Mycelium irgendwie extra zu machen. Ich weiß nicht, ob wir das durch das Ding auch Gras bekommen können. Ich weiß noch nicht, ob irgendwo eine Recipe Einstellung ist. Ich guck mal gerade, kann man, wenn man Gras links klickt? Nee, kann man dadurch nicht bekommen. Bei Dirt nämlich, wenn man das links klickt, sollte man sehen können. Genau, hier, Sludge Boiler. Oh, wenn ich Recipes klicke, sollten wir sogar gucken können. Ich gehe mal ein bisschen weg, dass wir nicht wieder vergiftet werden. Können wir mal ganz kurz gucken, was es alles gibt aus dem Ding. Nämlich Recipes. Peat und Ash und Decaying Wheat und Sand und Clay und Dirt und Gravel und Red Sand und Soul Sand und Mycelium und Potsol und Netherrack und Heat Sand und Tainted Soil. Okay, also Tainted Soil müssen wir auf jeden Fall nochmal loswerden. Tainted Soil, wenn ich das überhaupt kann, was ich da jetzt gerade versuche. Okay, das geht nicht. Ihr seid doch echt Menschen, ihr Menschen, ihr... Ihr seid doch echt nicht nett. Naja, dann werde ich das eben einfach machen müssen, wenn ich dort unten das einfach in die Default-Kiste bekomme. Also nach einer Weile wird es einfach in der Default-Kiste auftauchen und dann werde ich es einfach da rausholen und dann dort oben noch zu weitest hinzufügen. Ihr habt ja gerade gesehen, es gibt ein paar Sachen, die wir noch nicht brauchen, aber wenn wir die bekommen, kümmere ich mich dann darum, weil wir das nicht einfach aus NEI rausziehen können, was mich ein bisschen schadig stimmt, was ein Wort ist, das es nicht gibt. Egal. So, auf jeden Fall aber funktioniert damit das Ding. Das heißt, ich würde sagen, wir schmeißen mal einfach auf Ignored-Modus und viel Spaß beim Einsortieren. Eigentlich sollte er die meisten Sachen jetzt ganz gemütlich hier in die Kiste fahren und die sollten wiederum dann rausgezogen werden. Ich habe da nur einen Mark 1 dran, weil der wahrscheinlich nicht so lange so viel produzieren wird. Einfach nur hauptsächlich wahrscheinlich dann zu langsam sein wird. Und fehlt da noch zwischen. Egal. Auf jeden Fall ist das aber das. Und jetzt habe ich die Folge mit etwas verbracht, was ich eigentlich gar nicht wollte, was zu tun wollte. Ach Mann. Ich sollte mir vielleicht vorher überlegen, was ich eigentlich sagen will. RSG sollte das vielleicht mal tun. Wäre ganz effektiv. Aber irgendwie kann RSG das nicht. RSG ist dazu dumm zu. Wupp.
Okay, ja, also eigentlich wollte ich was ganz anderes machen, aber jetzt habe ich das natürlich wieder nicht geschafft. Es ist doch wieder einmal eine Sache. Denn eigentlich wollte ich nochmal eben schnell, weißt du was, das machen wir nochmal schnell, einen Diamond Drill machen, einfach um die Quest abzuschließen. Heißt also hier Diamond Drill, Diamond Drill. Machen wir nochmal eben schnell, das Ding ist ja nicht teuer, most likely done und plus. Können wir nicht, weil wir das Iron Turning Blank für Drill brauchen. Plus, achso, den Mining Drill kriegt er auch nicht aus irgendeinem Grund, okay. Habe ich aber schon, also so und drei Diamanten und dann ein Turning Blank bitte, was wir wiederum bekommen, wenn wir das hier nehmen. Iron Turning Blank und das stellen wir nochmal schnell ein, aber das mache ich kurz auf Camera, das habt ihr schon gesehen. Dann machen wir uns nämlich einfach nochmal einen Diamond Drill, einfach nur um das als Quest Reward zu haben. Oder eigentlich auch nicht, denn ich habe ein Klick-Makro und Klick-Makros sind toll, denn dadurch kann ich den Manual Kinetic Generator ziemlich schnell auffüllen. 4, 3, 2, na komm. 2 und 1 und dann haben wir ein Iron Turning Blank für Drill und können den natürlich dann benutzen, um wunderbarerweise hier dann uns einen Diamond Drill zu craften. Zack, zack, zack und Ding. Haben wir den Diamond Drill und jetzt sollten wir damit die Quest abgeschlossen haben. Ja, wunderbar. Also das wollte ich nochmal eben machen, dass ich den Quest abschließe. Sinnloserweise, jetzt haben wir einen Diamond Drill, ich werde den nicht wegschmeißen, aber naja, eigentlich wollte ich auch nochmal das hier zeigen, aber mal gucken, können wir das nochmal eben herstellen? Inventory Panel, geht das mal eben? Nee, okay. Was kostet das? Das kostet nicht viel, das können wir bestellen. Und was kostet das Ding? Das kostet ein Wither. What? Okay, ich wollte gerade sagen, eine Wither Witch, aber nee, eine Witch einfach nur. Ist auch schon nicht einfach zu bekommen und dann den Rest davon. Plus. Okay, Fluid Tank, einmal schnell craften, plus Tag. So, dann machen wir das nämlich nochmal schnell. Dann zeige ich euch halt nicht, wie es funktioniert, aber brauchen wir eigentlich auch nicht, oder? Ach, wisst ihr was, dann machen wir das anders. Wir craften das Ding in der nächsten Folge. Ich zeige euch kurz, wie es funktioniert und dann fangen wir mit AI an. Das ist doch auch nochmal eine Idee, denn das ist ja sozusagen die Vorstufe von AI, was man gut hat, wenn man Logistics Preps nicht hat. Wo Logistics Preps eigentlich sogar besser ist als das wiederum. Denn das hier ist wirklich nur Item Access und Logistics Preps hat ja auch Crafting. Ich weiß auch nicht, warum sie das reinpacken, aber Logistics Preps nicht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich haben sie Logistics Preps aus dem Pack genommen oder sowas. Ist eigentlich Logistics Preps im Pack drin? Ich weiß es gar nicht mehr, ob, wenn ich das Pack neu runterladen würde, Logistics Preps noch drin ist. Das wäre eigentlich ziemlich beschissen, wenn sie das rausnehmen. Denn ich liebe Logistics Preps. Und ich mache ja, wie ihr seht, alles damit. Und sie haben die Rezepte kennen oder so. Okay, was auch immer. Das heißt, ich würde sagen, wir beenden diese Folge hier. Ich bereite alles vor, dann machen wir nächste Folge noch kurz das Ding. Ich zeige euch ganz kurz, wie es geht und dann machen wir AI. Ist sowieso nicht so schlimm, denn AI dauert gar nicht so lange, wie man vielleicht denkt. Und ansonsten würde ich sagen, ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Benutzt gerne den ganzen Stuff on Screen, wenn es euch gefallen hat. Guckt ihr die Infokarte, guckt auf meiner Website, die in der Beschreibung auch nochmal verlinkt ist und auch in den Infokarten. Und hier, ich verlinke aber alles doppelt und dreifach, dafür irgendwie manche Sachen gar nicht. Who the hell cares? Und ansonsten sagte ich ja bereits, ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge. Tschüss.